Hi Leute, willkommen zu einem Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr diese tollen Nägel nur mit Schablone und keine Tipps selber machen könnt. Im ersten Schritt bereite ich natürlich meine Nägel vor und trage dann ein Haftgel auf. Dieses massiere ich ganz ordentlich in den Nagel ein, damit das Gel eine bessere Haftung hat und trage das auch nur in einer ganz dünnen Schicht auf. Als nächstes nehme ich die Schablone, ziehe sie ab und dann, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber guckt einfach mal hin, ich steche mit dem Finger durch und klappe das eine Stück so rum, damit einfach die Schablone einen viel besseren Halt hat und einfach auch stabiler ist. Das setze ich dann ganz normal unter dem Nagel an. Man kann sich die Schablone rechts und links auch nochmal einschneiden, damit sie besser passt am Nagel. Das Ganze versuche ich dann unter den Nagel halt so anzudrücken und drücke das mittig erst vorne zusammen. Und wenn das vorne alles so ist, wie ich das haben möchte, drücke ich das restliche Klebedings, also diese Schablone am Nagel, schön fest, damit nichts aufgehen kann. Danach kürze ich die Schablone, da ich die jetzt auch nicht so lange brauche und es einfach stört in der Lampe, wenn ich dann hinten dran stoße. Als nächstes nehme ich ein Aufbaugel, das trage ich zwischen Nagel und Schablone auf. Und danach nehme ich eine etwas größere Menge an dem Aufbaugel und modelliere mir so den Aufbau und ziehe das Gel über die Schablone hinweg, so lang wie ich den Nagel halt gerne haben möchte und versuche mir direkt den Nagel schon zu formen. Das Ganze lasse ich dann für 2 Minuten aushärten und dann entferne ich die Schablone, indem ich das mittig zusammendrücke und nach unten hinwegziehe, damit mir der Nagel halt nicht abbricht, da er noch sehr dünn ist. Danach nehme ich nochmal etwas Aufbaugel und modelliere mir damit nochmal so ein bisschen den kompletten Nagel und den Aufbau, damit das alles etwas dicker ist, weil das Ganze wird gleich gefeilt.
Nun, da alles gefeilt ist, kann man sich den Nagel so gestalten, wie man es möchte. Ich zeige euch das jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Ich wollte das Ganze etwas natürlich haben und habe das so ein bisschen gemacht wie ein Babyboomer. Zwar nicht ganz so ausführlich, aber schaut es euch einfach mal an. Nun streiche ich das Weiß nach hinten, damit das alles so ein bisschen ausläuft, und streiche das Restgel, was im Pinsel ist, von dem Weiß auch komplett über den ganzen Nagel, damit es halt etwas milchiger wird. Es ist jetzt noch nichts ausgehärtet. Ich werde jetzt noch ein wenig Aufbaugel nehmen und das über den kompletten Nagel einmal verteilen und das Weiß noch mal ein bisschen nach unten ziehen damit. Nachdem dann alles ausgehärtet ist, nehme ich nochmal ein Aufbaugel. Das ist aber so ein rosé-milchiger Ton. Der härtet auch milchig aus, damit das Ganze etwas matter aussieht. Das wird zwar nicht matt sein, aber es sieht halt nach matt aus. Das lasse ich dann auch 2 Minuten aushärten. Die letzten Schritte sind die, dass ich die Nägel dann in Form feile und das Ganze dann einmal versiegele. Das ist dann das Endergebnis. So sehen die Nägel aus. Den einen habe ich nochmal mit Nagellack gemacht. Und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und ich werde euch auf jeden Fall noch meine anderen Videos mal verlinken. Schaut vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!